Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben gerade im Kreis von Bundesvorstand und Bundestagsfraktion zur politischen Lage und zu den Gesprächen der letzten Tage beraten. Die FDP ist als eigenständige Partei in die Bundestagswahl gegangen. Wir haben eine inhaltliche Koalitionsaussage gemacht. Die FDP tritt nur in eine Regierung der Mitte ein, die den Wert der Freiheit stärkt und die einen echten Impuls zur Erneuerung unseres Landes setzt. Wir orientieren uns daran, wo wir am meisten liberale Politik umsetzen können. Dabei fühlen wir uns in unseren Entscheidungen frei. Diese Koalitionsaussage gilt auch nach der Wahl. Darauf können die Menschen sich verlassen. Grüne und FDP haben sich trotz aller Unterschiede in den vergangenen gut 10 Tagen intensiv und diskret beraten. Mit Union und SPD hat es bilaterale Gespräche gegeben. Der nächste Schritt ist nun ein Gedankenaustausch von 3 Parteien. Mit der Union haben wir die größten inhaltlichen Überschneidungen. Das hat sich auch in unseren Gesprächen bestätigt. Für uns bleibt eine Jamaika-Koalition eine inhaltlich tragfähige Option. Allerdings werden in der Öffentlichkeit Regierungswille und Geschlossenheit der Unionsparteien diskutiert. Die Grünen haben den Vorschlag gemacht, gemeinsam ein erstes Sondierungsgespräch mit der SPD zu führen. Die Grünen haben unterstrichen, dass für sie Jamaika eine Option bleibt. Bekanntlich ist das bei uns in gleicher Weise so. Wir haben den Vorschlag eines Gesprächs mit der SPD angenommen, um Gemeinsamkeiten zu prüfen, die unser Land nach vorne bringen. Ich habe Herrn Scholz eben in Abstimmung mit den Grünen angeboten, dass wir bereits morgen zu einem solchen Gespräch zu dritt zusammenkommen. Und das wird auch passieren.